Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe natürlich wieder mal vor dem Händler auf der nordfriesischen Marsch. Denn ich habe heute einen Mod, einen sowas von ganz besonderen Mod, das ist unglaublich. Also, lasst euch mal überraschen. Unterfahrzeuge, Großtraktoren finden wir ziemlich weit hinten. Einen Fendt Vario 1075. Der kostet 225.375 Euro. Der hat 396 bis 1953 PS. Der pure Wahnsinn. Stufenlos schaltbar. Er kann 800 Liter Diesel tanken. Erreicht eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. Und er hat ein Eigengewicht von 20,5 Tonnen. Schauen wir mal rein. Dieses ganz besondere Stück von Taz Modding. Ich kann euch sagen, mein Herz lacht mir. Ich bin sowas von glücklich, von diesem Mod hier vorstellen zu dürfen. Mir fehlen fast die Worte. Das ist Wahnsinn. Echt, das ist Wahnsinn. Wir gehen an die Arbeit. Also, wir haben die Möglichkeit, einen Reifenhersteller auszusuchen. Michelin, BKT, Mitas, Nokian, Goodyear und wieder Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir die Möglichkeit Standard, Radgewichte, Breitreifen und Gewichte und Zwillingsbereifung. Schaut mal. Boah, das ist, ja. Was soll ich da sagen? Es sieht einfach super aus. Dann haben wir Michelin. Radgewichte, Breitreifen und Gewichte und auch Zwillingsbereifung. Wunderbar. Dann haben wir BKT. Auch Radgewichte, Zwillingsbereifung, Standard. Schaut's euch an. Dann haben wir Mitas. Standard, Zwillingsbereifung. Genau wie bei dem vorhergehenden. Nokian. Ground King Breit. Ich weiß nicht genau, ob man es so richtig ausspricht. Ich hoffe. Traktor King. Traktor King Breit. Das sieht auch klasse aus. Toll. Ground King Breit. Traktor King Breit. Die vier Möglichkeiten. Dann haben wir Goodyear. Schaut mal. Ich habe noch nie in meinem Leben solche wunderbaren Felgen gesehen. Das ist ein Gedicht, also das ist unglaublich. Wir schauen weiter, das ist noch lange nicht alles. Goodyear Style 2. Goodyear LS. Boah, schaut euch das an. Hier waren Meister am Werk. Goodyear LSW. Goodyear Butt. Toll. So richtige Schmuckstücke. Goodyear BBS.
Gucci Style 3. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur noch der Hammer. Bei denen bleibe ich. Wahnsinn. Bei denen bleibe ich. Kühlerfigur. Wir haben auch Kühlerfiguren. Den Hirsch. Den kennen wir ja schon. Den Turien. Den Tasman. Es gibt noch einen. Tasman ohne Logo. Okay. Aber schaut mal. Testeria. Der Schotti. Ist das nicht klasse? Ist das nicht schön gemacht? Das sieht doch fantastisch aus. Alexander, du verzeihst mir, wenn ich Shorty aussuche. Ich freue mich so. Ich bin ganz hin und weg, echt. Wir haben die Möglichkeit, kein Licht, also Unterbodenbeleuchtung, blau, rot, grün, orange und kein Licht. Ich gehe mit blau, weil ich blau sehr mag. Dann gibt es einen Pfeil. Ich habe mir den schon angeschaut. Ich mache den an. Ihr werdet nachher sehen, was das ist. Dann haben wir die Beleuchtung für die LED, die wir aussuchen können, die über den Traktor verlaufen an verschiedenen Stellen. Und da geht... Moment, das war ja der Motor. Das machen wir gleich. Da haben wir blau, grün, rot, orange, keine Beleuchtung. Ich gehe mit rot. Wir haben die Motorausführung, die wir aussuchen können. Der 1038er, da haben wir 396 PS. Das ist ja noch im realistischen Bereich, ne? 1042, da haben wir 435 PS. Der 1046, da haben wir 476 PS bei 60 Stundenkilometer. Der 1050, da haben wir 517 PS, auch bei 60 Stundenkilometer. Und bei TAZ Extrem mit einem Aufpreis von 30.000 Euro und 375. Da haben wir 1.953 PS und haben eine erreichbare Geschwindigkeit angegeben von 95 Stundenkilometern. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. Ich brauche kein LKW mehr. Ist so. Der da, der kann alles und ist sowas von schick. Wahnsinn. Wir haben die Möglichkeit, eine Hauptfarbe auszusuchen. Und dann schaut mal, was wir hier für eine Auswahl haben. Das ist ganz verrückt. Ich habe vorhin schon mal ausprobiert, die eine oder andere. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin dann erstmal bei Schwarz hängen geblieben. Schwarz. Matt nicht, auf keinen Fall. Chrom. Schwarz-Chrom. Schaut mal, wie wunderbar das aussieht. Und jetzt sieht man schon den Pfeil. Diesen hier. Das wird nachher eine Pracht, ich sag's euch. Wir können den Grill färben. Da gehe ich... Moment, gibt es irgendwo Chrom oder... Nein, Tassis Blau. Chrom haben wir doch auch. Irgendwo habe ich Chrom gesehen vorhin. Ach hier, genau. Das ist dieser äußere Bereich hier alles. Hier, dieser Teil hier vorne ringsrum. Hier drunter unter diesen Pfeil und hier vorne dran. Und auch hier an den Seiten.
Da bin ich der Meinung, da passt einfach Chrom. Dann haben wir einen weiteren Grillteil. Und den nehme ich in Tassis Blue Chrom. Schaut mal, sieht das nicht geil aus? Das ist doch was Feines, was richtig, richtig Feines. Und das passt außerdem zu diesem kleinen Emblem von Pschorti, von dem Logo. Das sieht doch klasse aus. Ringsherum ist Chrom. Das haben wir hier auch. Und dann die Farben hier drin, die treten hier auch auf. Im Prinzip durch diesen Schimmer von diesem Blau. Sieht ganz fantastisch aus, finde ich. Und das lässt sich sehr gut kombinieren mit diesem tiefen Hochglanzschwarz. Und dann habe ich die LEDs ausgesucht in Rot. Lasst euch überraschen. Das ist ein Farbspiel. Wir können die Felgenfarbe aussuchen. Da haben wir auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber die lasse ich in Chrom. Ich glaube, hier würde man vielleicht was kaputt machen, wenn man die verfärbt. In dem Fall jetzt. Man kann die selbstverständlich färben, na ganz klar. Ich kann euch das auch gern demonstrieren. Schaut, das kann man machen, es gänge auch. Aber für meine Begriffe ist das ein bisschen zu bunt und würde das andere irgendwie übertünchen. Ich gehe deswegen damit. Lass das in Chrom. Jetzt bietet das Ganze farblich irgendwie eine Einheit. Wir können natürlich auch das Kennzeichen kreieren und personalisieren. Das habe ich schon gemacht. Das ist ein wunderbarer Traktor. Ganz toll. Und so wie der jetzt hier steht, kaufe ich den. Da hinten steht das gute Stück. Dann schauen wir uns den mal ganz aus allernächster Nähe an. Ach, schon von hier aus. Ein Prachtexemplar, echt. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Guckt euch diesen Traktor an. Ich nehme mal meinen Avatar weg. Der stört jetzt bloß. Und den starken Bobbern brauchen wir jetzt auch nicht. Diese Schluffen. Und denn diese Fantasie. Fantastischen Felgen. Das ist ein Glanz. Das ist Wahnsinn, echt. Die Treppen glänzen. Das ist so eine Top-Qualität, eine so wunderbare Arbeit. Das ist einfach nur genial. Schaut mal hier die vielen, vielen kleinen Einzelheiten. Da ist nichts verpixelt. Das ist alles LS22-Qualität. Ganz, ganz extrem toll und wunderbar gearbeitet. Eine Textur vom Allerfeinsten. Wirklich also. Das sieht sowas von super aus. Das ist ein Traktor. Das ist meine Nummer 1. Das ist meine Nummer 1. Ich steig mal ein. Wir wollen den natürlich von innen sehen. Auch ganz klarer Fall. Und auch hier führt sich das Ganze fort in einer Qualität, die nichts zu wünschen übrig lässt. Einfach nur phänomenal. Ich schalte an. Und wer hätte es gedacht, natürlich auch die Anzeigen funktionieren, ganz klarer Fall. Und auch die Spiegel. Ja. Der Sound ist hier drin schön leise. Da kann man es aushalten, wenn man den ganzen Tag arbeiten muss damit. Die Außenansicht schauen wir uns jetzt natürlich auch an, ganz klar. Das ist einfach nur ein genialer Traktor. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist Wahnsinn. Ich schalte jetzt mal das Licht an. Und jetzt seht ihr, was das Sache ist. Das ist einfach nur phänomenal. Einfach nur sowas von herrlich. Mit so einem Traktor fährt man doch gerne. Aber wie? Und so ein wunderbares helles Licht.
Auch nach hinten. LED, ganz klarer Fall. Und schaut mal jetzt, da fällt uns gleich noch was auf. Beim Rückwärtsfahren, habt ihr das gesehen? Da leuchtet hier Fendt auf. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist einfach nur super, 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 super. Irgendwie fehlen die Worte für das zu beschreiben, was ich hier jetzt gerade fühle. Also das ist sowas von fein. Toll. Ganz wunderbar. Die Stufen sind auch in rötlich gehalten. Schaut mal. Und hier diese ganze Streifenführung. Hier an den Seiten. Und dann dieser bewegliche Pfeil hier, der die ganze Zeit arbeitet. Das ist einfach nur genial. Jetzt wollen wir mal schauen, ob er die Geschwindigkeit auch bringt, die er verspricht. Und ich bin davon überzeugt, dass er das tut. 98 sind angegeben rechts unten, wie ihr seht. Ich fahre mal jetzt rüber. Cosplay brauchen wir jetzt garantiert nicht. So. Ich fahre auf die Fläche, die ich vorbereitet habe für meine Mod-Vorstellungen. Und gebe Gas. Schaut's euch an. So schnell hat der die Geschwindigkeit erreicht. Er fährt 98 km/h. Und ich drehe jetzt bei der Geschwindigkeit bei. Er behält die Straßenlage, er kippt nicht um. Also, wunderbar. Einfach nur genial. Einfach nur genial. Das ist mein allererster Traktor. Von so einer Art und Weise. Das ist jetzt ab sofort meine Nummer 1. Ich wäre mal eben kurz. Wir sind ja bei 19.22 Uhr. Ich spule mal eben ein bisschen vorwärts, damit wir den auch im Dunkeln genießen können. Schaut euch das mal an. Das ist doch ein Schmuckstück. Ich mache mal das Arbeitslicht aus. So. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Echt. Beim Rückwärtsfahren, schaut doch mal die Rücklichter. Was die für eine Strahlkraft haben. Das sieht einfach nur umwerfend aus. Also, ich bin voll des Staunens. Ich bin voll des Staunens. Alexander, was hast du uns hier Schönes gebaut? Das ist ja... Ja, was soll ich da noch sagen? Einfach nur genial, wirklich. Du bist ein Künstler. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Traktor. Das ist nur einfach in den total... Das ist die Wucht. Wirklich, also. Okay, meine lieben Zuschauer. Ich muss schauen, dass ich hier wieder Tageslicht mache. Tja, meine lieben Zuschauer. Mehr bleibt da nicht zu sagen. Das ist einfach nur ein ganz, ganz wunderbarer Traktor, den wir hier an die Hand bekommen haben vom Alexander von Taz Modding. Das ist einfach nur der pure Wahnsinn. Mehr kann man da nicht sagen dazu. Es ist einfach der beste, der schönste, den ich je gesehen habe im LS. Es geht da nichts drüber. Es gibt keinen schöneren, keinen besseren. Das steht erstmal fest. Ich steige erstmal aus. Ja, meine lieben Zuschauer, viel mehr bleibt mir jetzt wirklich nicht mehr zu sagen. Ich mache mal die Anzeige weg hier. So. Wenn es euch Spaß gemacht hat und gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen da.
Das motiviert mich, das hilft meinem Kanal und letztendlich ja uns allen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit und das wisst ihr. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzl.